Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Secret of Mana. So, nachdem wir jetzt mit Lufti durch die Lüfte fliegen können, steht uns natürlich die ganze Welt hier offen und wir können jetzt Orte bereisen, die uns, ich möchte mal sagen, lange verborgen lagen. Aber das Ding ist zum Beispiel, ich muss mal gucken, ob ich den Ort wieder finde. Ich habe nämlich etwas gefunden aus Versehen. Hier, auf dieser Insel. Sieht man das auf der Karte? Ja. Dieser kleine Klecks hier im großen Meer. Ich wollte nämlich mal gucken, bevor ich mit der Aufnahme starte, wo ich als nächstes hin muss, und habe mich einfach mal umgeschaut. Bin hier gelandet, bin hier reingegangen, hab mit dem hübschen Mann geredet. Oh, diese Langeweile. Alles, was es hier nur gibt, ist dieses Dingelchen. Tja, was mache ich jetzt mit dem Dingelchen? Ganz einfach. Als ich diesen Namen Dingelchen gelesen habe, wusste ich genau, was ich machen muss. Und zwar geht es den Leuten hier in der Sahara ja noch nicht gut. No? So, pass auf. Die sind ja immer noch alle todtraurig und alles blöd und nicht gut und tja. Was soll das sein, König Omar? Ein Dingelchen? Noch, weil dieser alte Herr sagte nämlich, dass die ein Dingelchen brauchen, sonst wird das hier nie besser und die werden alle zugrunde gehen. Omar, beim Barte des Propheten, du hast ein Dingelchen mitgebracht. Ja, das habe ich. Was auch immer ein Dingelchen ist. Wasser! Wir haben wieder Wasser! Endlich! Zum Dank schenke ich dir diesen kostbaren Gürtel. Dankeschön. Was mache ich jetzt mit diesem Zapplergürtel? Das weiß, glaube ich, jetzt auch gerade keiner. Ah, super. Oh, Steve ist gezappelt. Super, jetzt kann ich mich selber verzappeln. Sprich, wir können uns aber auch jederzeit wieder entzappeln. Ob es natürlich jetzt relevant ist fürs Spiel, ich glaube nicht. Aber naja, wir haben's. Das wollte ich vorab zeigen. So, dann lassen wir wieder Lufti kommen. Denn es gibt nämlich noch einen Ort, den ich entdeckt habe. Und zwar, nee, den Ort möchte ich noch nicht betreten, der kommt später, nee, das brauche ich auch nicht. Was war das? Ui, was ist denn das für ein Ort? Ist egal, wir gehen da gleich mal rein. Du. Okay. Sieht aus wie eine Mana-Festung. Wir schauen mal. Also so eine Festung mit Samen. Wir gucken einfach mal, was wir hier oben finden. Wenn es hier überhaupt schon irgendwas gibt. Ich weiß ja nicht, wie weit wir bei der Story vorangeschritten sein müssen dafür. Ah ja, gucke hier. Der tanzt fröhlich. Grüße. Ich bin Claude, der Leuchtturmwärter. Das Korallenriff im Nordosten ist der versunkene Kontinent. Doch schon bald werden die Kontinente und die Mana-Festung auferstehen. Unsere Vorfahren haben wirklich wunderbare Arbeit geleistet. Ist das ein Easter Egg an Terranigma? Die Kontinente werden auferstehen und so? Weiß man nicht? Weiß man nicht? Also ich weiß es jetzt zumindest nicht. Aber gut. Mehr gibt's hier nicht. Hoffe ich. Es kann doch sein, dass man ihn wieder tausendmal ansprechen muss, damit da irgendeinem was gibt. Aber nein, halt, hoch. Ja, das sieht mir aus wie etwas, was bald hochkommen wird. Dieses Korallenriff. Aber nein, ich möchte gar nicht so viel Zeit hier vergeuden.
Ich hätte mir mal den Ort merken müssen. Oder war das gar... Ja, hier. Hier, gucke, wie die leuchten alle. Hier. In der Nähe von dieser Schneeinsel. Genau, die Stadt aus Gold. So, hier ist natürlich alles überteuert. Ist ja klar. Ich weiß auch nicht mehr, ob irgendwelche storyrelevanten Geschehnisse hier sich ereigneten. Hier wohnt König Midas. Im Erdgeschoss ist ein Hotel. Okay. Das ist schön für den König. Aber so eine große Insel, aber wir können hier halt nicht viel machen. Na, außer Ausrüstung kaufen, die preislich aber ordentlich teuer ist, muss ich sagen. Aber ich würde echt gerne für Kedo eine kaufen. Deswegen bin ich nämlich mit euch nochmal hierher. Na, einmal kaufen. Guck mal hier. Dämonenweste. 30.000 G. Schöner Drachenhelm. Und eine Entenkappe. Und Tulpenjacke. Aber ich glaube mal, die Dämonenweste wird besser sein wie die Tulpenjacke. Aber es fehlt halt noch ein bisschen an Geld. Feuerring. Aura-Ring. Also, keine Ahnung, was die Ringe bringen, machen, tun. Aber ich würde gern für Kedo eine Dämonenweste und vielleicht auch gleich für Anna. Ach komm, was soll der Geiz? Pickelhaube und Drachenhelm. Ja, Drachenhelm finde ich gut. Nee, gerade nicht, danke. So, warte mal. Wo sind die Mädels? Hier, mal gucken, was es ausrüstungstechnisch macht. 139. Okay, das ist schon stark. Definitiv kommen wir damit gut voran, denke ich mal. So. So viel dazu. Und jetzt kümmern wir uns weiter um die Story. Flieg, Lufti, flieg! Such? Wo ist unser nächstes Ziel? Einfach mal den großen Kontinenten hier abfliegen. Nein, leider nicht. Okay. Ah, gucke. Lufti hat's gefunden. So. Okay. Ja, das ist wieder Mana-Festungsmusik. Also ich glaube, wir müssen brauchen noch nicht hierher kommen. Wir gehen erstmal links lang. Links in die Stadt. Und ich hasse diese Wespen. Steht eine Beschreibung bei den... bei der Kleidung? Nee, leider nicht. Warte mal. Wir finden... Nee, leider nicht. Also, weiß nicht, was die Weste bringt. Und dementsprechend werde ich später auch dann entweder in Aurora oder im Feuerring, je nachdem, was teurer ist, kaufen. Von überall kommen die Menschen, um unsere berühmten Tempel zu sehen. Der Mana-Baum wächst im Krater des Nebelvulkans, dem Zentrum dieser Welt. Ja, das ist diese einsame Insel, die wir gesehen haben. Aber da kommen wir halt, wie gesagt, jetzt noch nicht hin. Für nur eine Mark lese ich euch aus der Hand, na? Dann nimm nicht. Ach, lass gut sein, Omi. Mana ist mächtig, aber nicht allmächtig. Die Menschen haben ihren Glauben verloren und Mana verliert die Kraft. Okay, okay. Wo kommen wir hier hin? Ah, hier ist wieder so ein Tempel.
Meister Luna lebt auf dem Schicksalsberg. Dieser Tempel stammt aus dem Epochen des großen Mana-Kriegs. Die Orbs im Inneren des Tempels erhalten alte Aufzeichnungen darüber. Unsere Weisen nennen diese Orbs Video-Orbs. Okay. Video-Orbs? Na, zeig mal her, bestimmt mit Analyse rangehen, wa? Ja, okay. Piep. Da, der Mana-Drache. Er hat die Festung zerstört. Und jetzt kommt er auf uns zu. Ah. Piep. Werden wir gleich wissen, ob die letzte Zahlenkombination... Ist das wichtig? Zahlenkombination? Das klingt schon wieder interessant. Warten auf Befehl von Lorima-Bomben auf Ziele des Imperials. Zuvor in einer Nacht- und Nebelaktion Lorimas Hauptstadt attackierten. Mhm. Das Wetter von morgen sonnig bis heiter im Süden, von Osten starker Mana-Drache. Wir müssen sparsamer mit dem Mana-Energie umgehen. Sparsamer? Blödsinn. Sie geht uns sonst aus. Ausgehen? Die Mana-Energie wird niemals ausgehen. Ah, doch. Doch, irgendwann ist so ein Baum erschöpft. Wenn du zu sehr daran kratzt. Wenn du mehr verbrauchst, wie regeneriert wird. Huch, explodiert. Na toll. Oh, letzter. Der funktioniert nicht. Okay. So, wie ist denn das, Witze, wenn ich mit ihr... zum Beispiel mit Elektra-Analyse einsetze. Geht nicht. Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Natürlich blöd, dass sie wieder keine MP haben, aber ist okay. Ist okay. Wir brauchen jetzt auch keine MP. So, gut. Genug Zeit verblödet. Dann werden wir mal gucken, dass wir auf diesen Berg hochkommen. Denn Luna lebt da oben und wir wollen zu Luna. Ich glaube, das ist der Mana-Geist. Oh, wow. Ja, die Waffe ist gestiegen. Sehr gut. Oh, der Speer ist schon Level 5. Heilkräuter sind zu viel. Erzähl mal, welche Waffe brauchst du denn jetzt? Hm, das Schwert wäre gut. Schwert, 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 Schwert. Jo. Das Schwert hat einen schönen Radius, was den Angriff angeht. Und oh ja. Was war denn jetzt? Traumtulpe bringt bei mir nichts. Irgendwie bin ich dagegen resistent. Ich bin schon zu stark. So und ciao. Immer noch nicht. Komm, jetzt geh weg. Los Mädels, mach die Tulpe immer fertig. Boah, ich schieß wieder vorbei. Jetzt, mein Güte. Oha. Zwei Pfeile und der zweite trifft natürlich nicht. Wie immer. So ein Glück kann auch nur ich haben. Danke, Spiel. Oh, das gibt's doch nicht. Warum treffe ich die denn nicht? Oh, toll. Ja, gut. Der ging daneben, das sehe ich ja ein. Aber die müssten doch treffen. Ja, geht doch. Level 37. Entschuldigung, ich habe vorab ein bisschen trainiert. Ich wollte den Zauber von Kedo hochbringen. Und ja, hab's dann natürlich hier gemacht. Und nicht im Nachgang dran gedacht, dass wir ja unheimlich viele Erfahrungspunkte hier kriegen.
Na gut. Wie es halt manchmal so ist, wa? Oh, oh mein Gott. Ich glaube, die Gegner konnten uns versteinern. Wenn die richtig blöd getroffen haben, dann wurdest du versteinert. Och, Peitsche. Hm, okay. Gut, es ist nicht schlimm. Ich muss eh die Peitsche ein bisschen trainieren. Jetzt. Meine Güte. Es wollte einfach nicht. Andocken hier. So, Peitsche ist vollkommen in Ordnung. Traumtulpe erledigt. So, und schreibt mir immer schön in die Kommentare, wenn ich mal irgendwo einen Orb übersehe oder so. Ich möchte nämlich, wenn wir das Spiel beenden, jede Waffe auf Stufe 9 haben. Und dann ein Short daraus machen. Für die ganz Verrückten. Ich weiß das nämlich selber nicht, wie die Angriffe aussehen auf Level 9. Level 8 war schon immer heftig, aber Stufe 9. Oh ne, hast du dich festgebackt? Oh ne, komm. Oh nee, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Kriege ich ihn jetzt da raus? Ach hier. Wieso ist der Kater jetzt da unten? Wo kommt denn der auf einmal her? Ach Gott sei Dank war da diese Peitsche. Diese Anlegestelle für die Peitsche. Hi, wer bist denn du? Verschwindet! Der Meister ist nicht da! Wo ist er denn? Meister Luna ist in den Nachtpalast gegangen. Er ist nicht weit von hier. Och, ach echt? Dafür bin ich hochgekommen? Ja, okay. Na dann, ab in den Nachtpalast. So, da sind wir schon im Nachtpalast. Ja. Ja, sieht recht düster aus. Aber okay, auch diese Gegner sind keine Herausforderung für uns. Erstmal wieder alles anschauen. Wow. Oh ne, die Ninjas. Ich mag die überhaupt nicht. Aua. Den Mädels durfte eigentlich nichts passieren. Bei dieser Ausrüstung, die sie schon angelegt haben. Müsste das eigentlich gut funktionieren. Alles geschehen um ihn. Oh nee, ja, I. Okay. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich hier eine Axt brauche. Oh, warte mal. Oh, 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 kriege ich das auf? Nur mit Schalter, war. Scheibenkleister. Gehen wir erstmal runter. Oder wir hätten doch hochgemusst. Ja, ich hau wieder daneben. Ja, ich treffe einfach nicht. Gut, ist egal. Ist erledigt. Oha. Ja, Waffe gestiegen. Sehr gut. Und ein neues Level erreicht. Oh, Schatztruhe liegen lassen. Okay, nicht schön. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir schon ein gutes Level vorweisen können.
Weil ich weiß, dass die Mana-Festung nicht einfach wird. Gut, wenn du jetzt das Spiel nicht kennen solltest. Fühl dich jetzt nicht gespoilert. Mehr werde ich nicht verraten diesbezüglich. Aber es wurde ja schon des Öfteren im Spiel erwähnt, dass es sich um eine Mana-Festung handelt, die irgendwann aus dem Ozean aussteigen soll. Okay, den Schalter haben wir aktiviert, meine ich. So, kommt ihr jetzt, Bede? Ja? Dankeschön. Weil es liegt nämlich ein Duft von frischen Orbs in der Luft und die möchte ich gerne mitnehmen. Oh. Kedo, wie kannst du einen einzelnen Schädel über die Schulter schmeißen? Und? Lag ich recht? Lag ich recht? Nein, es ist nur Geld, verdammt! Zauberschild. Immun gegen Attacken jeglichen Zaubers. Aber ich glaube, Kedo ist mittlerweile so stark, dass sogar die Ritter klein beigeben. Denn ich habe nämlich die Zauber alle hochgebracht. Die sind jetzt alle Stufe 4 bei ihr. Außer bei Anna. Da denke ich mir so ganz ehrlich, boah, die Zeit kannst du dir, glaube ich, schenken. Mensch, was machst denn du, Mädel? Kommst du jetzt mal? Hier lang. So, Treppe hoch. Wir müssen ja jetzt nicht gegen jeden Gegner kämpfen. Oh, ein kleines Teufelchen, okay. Wo kommt der denn her? Boah. Mist, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin schon wieder ganz woanders. Weil ich sag gerade, wir müssen nicht gegen jeden Gegner kämpfen, statt rauszurennen, zack. Werden die Gegner hier wieder klein gemacht. Ach. Du bringst auch ein paar Gegner vor, ne? Das ist sehr interessant. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Oder okay, das war's. Schade, Bonbon zu viel. Ich muss darüber. Irgendwie muss ich darüber. Kann ich hier vielleicht? Ach, so simpel, verdammt. Okay, gut. Jetzt habe ich da den Stachel hochgeholt. Jetzt können wir hier wieder durch. So, jetzt gehe ich hier wieder her. Nur um jetzt hier die Tür zu öffnen. So, wo kommen wir jetzt hin? Ah, natürlich geht der Dungeon noch weiter. Stark sein. Aha. Oh ja. Hier brauche ich gar nicht überlegen. Hier gibt es definitiv irgendwo ein paar Orbs. Also einer ist hier zumindest auf jeden Fall noch versteckt. Doch nicht. Ich hätte gedacht schon. Oh, wo kommt denn der Teufelchen jetzt her hier? Ah, gucken wir nochmal hier. Gibt es hier was? Nö. Gut, dann eben nicht. Ist okay. Oh,
Ich finde es gut, dass die Mädels immer treffen. Nur ich treffe nicht. Warum? Warum sollte ich auch treffen? Bezwingt mich, ja! Gerne! Nee, du nicht, warte mal. Ich will erst mal gucken, was ich überhaupt einsetzen muss. Ich häng irgendwie fest. Zaubersperre. Ich hab's nicht gelesen. Eins. Okay. Sabberschleim ist allergisch gegen. Ha, da können sie ja beide angreifen. Das ist ja super. Ich glaube, das hat sich gerade erledigt gegen Vesio. Nein. Sehr guter Angriff. Mist. Du machst einmal den und du bekommst ein Wollnüsschen. Ausweichen. Aua. So, jetzt können wir wieder weitermachen. Das war, wenn der Gegner schon zu dir sagt, bezwingt mich. Aber einfacher Gegner. Tatsächlich ein sehr einfacher Gegner. Aber ich kann mich echt gerade null an den erinnern. Dabei war das die Zeit. An den Dunkelpalast kann ich mich erinnern, aber ich habe mal mit meiner Tante im Garten gesessen. Noch auf so einem alten Röhrenfernseher. Das war so geil. Schön. Dann mit manueller Suchleiste, wenn du AV dort in diesem Balken suchen musstest. Oh, das war so geil. Das war eine geile Zeit. Schön im Garten. Das Ding sah aus wie ein Mana-Samen. Und weiter geht's. Sperrtenoberhalt, ich wollte gerade sagen. Ich bin Nocturne, Patron der Dunkelheit und Diener des Mana. Gegen meine Zauber kommt keiner an, ich werde euch begleiten. Nocturne schließt sich an. Und der fünfte Samen. Sehr, sehr schön. Super, wir kommen echt gut voran, muss ich sagen. Kraft des Samens erhalten. Okay, aber ich vermisse trotzdem Luna. Lunara, Luna, lala, 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 lala. Du weißt schon. Irgendwie sollte da jemand hier sein im Finsternispalast, aber okay. Gut, meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr so sein sollte, lasst mir lieben gerne ein Däumchen da, ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Durchhalten und jetzt könnt ihr weiterschalten. Bye, bye.